Also ich finde ja, wer viel auf stressigen Geschäftsreisen unterwegs ist, hat es sich regelrecht verdient, sich ab und an auch mal eine gehörige Portion Luxus zu gönnen. Und deswegen zeige ich euch jetzt gleich ein paar Luxus-Reise-Gadgets, auf die ihr nicht verzichten solltet. Ach übrigens, ich bin Sebastian. Manchmal hat man einen so stressigen Arbeitstag und dann kommt auch noch der Rückflug nach Hause dazu. Da ist es umso schöner, wenn man sich ein Reisegadget gegönnt hat, was wahrlichen Luxus mit sich bringt. Wie zum Beispiel diese Schlafbrille und diese Decke, die aus 100% Baby-Alpaka-Wolle gefertigt sind. Auf der einen Seite habt ihr, wie angesprochen, eine Decke hier und die Schlafbrille dort, aber das Beste ist, die Hülle der Decke kann man wunderbar direkt über das Kissen der Airline ziehen und hat so ein wohliges First-Class-Gefühl direkt im Nacken. Wer viel reist, ist vielen unterschiedlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Ob trockene Luft oder Abgase, der Airtamer sorgt dafür, dass um dich herum alles gefiltert wird und weder Pollen noch Bakterien eine Chance haben. Und das Beste ist, er ist so handlich und klein, dass du ihn perfekt ins Handgepäck packen kannst oder du hängst ihn dir einfach um deinen Hals. Zeit für sich auf einer Geschäftsreise ist leider immer seltener möglich. Deswegen ist es umso schöner, wenn man die Zeit, die einem bleibt, auch so nutzt, dass man sich von nichts und niemandem ablenken lässt. Und das gelingt hervorragend mit den individuell angepassten Kopfhörern von Ultimate Ears. Die sind tatsächlich genau auf dein Ohr angepasst und du kannst sie sogar nach deinem Geschmack individualisieren. Ganz egal, ob Farbe, Glitzer oder Glamour. Tja, und dann kannst du wirklich nur noch das hören und dich auf das konzentrieren, was dich tatsächlich interessiert. Vom Flughafen ins Taxi, mit dem Taxi zum Geschäftstermin und wieder zurück. Wer viel unterwegs ist, der kann auch viel vergessen. Und da ist es umso schöner, wenn man ein kleines Helferlein bei sich hat, das dafür sorgt, das Vergessene relativ schnell wiederzufinden. Und das funktioniert mit diesem kleinen Teil hier. Diesen Tracker könnt ihr zum Beispiel an einen Schlüssel ranhängen oder an eure Handyhülle oder an die Laptoptasche und könnt dank GPS oder Geräuschen direkt sehen, wo euer verlorener oder vergessen geratener Gegenstand ist. Eine auf deinem Smartphone vorinstallierte App erinnert dich zudem sofort, wenn du irgendetwas auf deinem Hotelzimmer vergessen haben solltest. Ein echter Klassiker auf Geschäftsreise ist das zerknitterte Hemd. Das muss aber nicht sein und wie ihr das vermeiden könnt, das zeige ich euch jetzt mal anhand dieses wunderbaren Packet Folders. Also, ihr legt euer Hemd eigentlich wie gewohnt auf den Tisch und nun kommt diese Schablone direkt auf den Rücken des Hemdes und ihr faltet das Hemd so zusammen, wie ihr es eigentlich gewohnt seid. So, einmal hier, nun wird das Hemd zusammengefaltet und der Packet Folder wird rausgezogen. Das Hemd ist perfekt zusammengelegt und nun könnt ihr noch die ein oder andere Geschichte oben drauf packen. Das Ganze ist platzsparend. Dann wird nur noch zugeklappt und schon kann es losgehen. Tja, und auch bei einem so scheinbar unprätentiösen Thema wie dem Zähneputzen kann es durchaus ein wenig luxuriöser zugehen. Das zeigt zum Beispiel diese elektrische Zahnbürste hier. Die gibt es in Silber, zartrosa, lässt sich per USB ganz einfach aufladen und das Beste ist, einfach in die Tasche stecken und ab geht die Reise. Welchen Luxus gönnt ihr euch auf euren Geschäftsreisen? Schreibt es mir gerne hier unten direkt in die Kommentare.